Ich möchte aussteigen. Danke sehr. Gern geschehen. Abwärts, bitte. Schon und sag dem Fahrer Bescheid. Na los doch. Es ist keiner drin. Dann fahr den Wagen doch selbst vor. Richtig, bald sind wir angelangt. Du hast doch gerade gesagt, wie lange es dauert, bis wir da oben... Auch nicht länger als ein Schiffi. Und wie weit ist dein Schiffi? Und dreimal schlägst du lang hin und oben sind wir. Hätte ich nicht gedacht, dass es so weit ist. Nur nicht schlapp machen. Komm schon. 7. Aha. 7 und wie viel ist 13? 6. Oh, fein, dann haben wir nur noch 6 Mal ein Schiff. Ja. Jetzt sind wir gleich oben. Moment, ich. Komm!
Wieso gibst du nicht etwas Eis hinein? Ich, Komm rein! Hast du eine Zigarre da? Ich rauche doch nicht mehr. Hat deine Frau was dagegen, wenn ich meine Pfeife rauche? Selbstverständlich nicht. Was okay ist für mich, ist auch okay für sie. Ach ja, aber manche Damen haben das nicht gern. Meine ist ganz anders, so tolle Hand. Wie kannst du es wagen zu sagen, meine Frau ist eine Dame? Hast du vielleicht Feuer? Was willst du damit? Ich will den Gasherd anmachen. Ah, setz dich dahin. Du gehst mir auf die Nerven. Ich werde das machen. Sobald etwas Richtiges zu tun ist, muss ich immer selbst ran, damit es klappt. Stell das Gas ab. Hol mir drei hübsche Gläser. Das tut mir furchtbar leid, Mrs. Gilbert. Ach, das war ja nicht teuer. Ein Unglück passiert eben schnell. Ich hole etwas zum Trocknen. Das ist nicht nötig, Mr. Hardy. Ich gehe nur rüber in unser Apartment. Ich bin gleich wieder umgezogen. Das geht schnell. Das ist aber nett von Ihnen. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Idiot! Hallo? 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 Hier ist Mr. Hardy. Oh, wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Sehr gut. Das ist gut. Schönes Wetter haben wir Oh, heute. Es ist ein wundervoller Tag. Mrs. Gilberts Schlüssel liegt in Ihrem Apartment. Würden Sie vielleicht einen anderen aufschicken? Wie ist die Nummer? Augenblickchen, ich sehe schnell nach. 1314. Wieso soll ich den Schlüssel raufbringen? Ich habe doch gar nichts damit zu tun. Schließlich kam sie hier rein und... Du. Ach,